Ja, in diesem heutigen Tutorial möchte ich euch unseren Homatic IP Access Point vorstellen. Nicht nur die Vorstellung des Produktes, sondern natürlich auch die Einrichtung soll Teil dieses Tutorials sein. Ich halte diesen Access Point hier gerade in den Händen. Im Lieferumfang enthalten, könnt ihr sehen, ist einmal das Netzwerkkabel zur Anbindung an den Router, den ihr zu Hause vorfindet, ein Netzkabel für die Spannungsversorgung und ebenfalls Befestigungsmaterial, falls ihr den Access Point an der Wand installieren wollt. Was ihr ebenfalls braucht, um den Homatic IP Access Point in Betrieb zu nehmen, das ist die Homatic IP App. Die App ist verfügbar für Android-Systeme und für iOS-Systeme und die möchte ich euch jetzt im Folgenden einmal vorstellen. Heruntergeladen habe ich die App jetzt schon mal hier auf meinem iPhone, was vor mir auf dem Tisch liegt. Ich werde die App jetzt einfach mal starten. Ihr könnt mir dabei folgen. Als allererstes müssen wir die AGBs hier dieser Homatic IP App akzeptieren. Die könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Ich scroll jetzt an dieser Stelle einfach mal durch die AGBs durch und werde das Ganze mit Akzeptieren bestätigen. Das Schöne an dem Homatic IP System ist, dass die Einrichtung wirklich intuitiv ist. Ihr braucht euch dafür nicht die Anleitung, nicht in die Anleitung schauen. Sondern könnt euch hier einfach an die Anleitung innerhalb der App wenden. Als allererstes sollen wir nämlich den Access Point in der Nähe eines Routers platzieren. Das werden wir jetzt machen. Hier in den Händen hatte ich euch gerade schon mal kurz vorgestellt, unseren Homatic IP Access Point. Einen Router habe ich hier ebenfalls schon mal vorbereitet und ich platziere das Ganze in der Nähe des Routers. Nächster Schritt, verbinden Sie den Access Point über das mitgelieferte Stromkabel und ebenfalls über das Netzwerkkabel mit dem Router. Auch das werden wir einmal machen. Als allererstes im ersten Schritt das Netzwerkkabel bitte anstecken. Ich zeige euch das hier nochmal einmal. Netzwerkkabel hinten in die Netzwerkbuchse einstecken und im zweiten Schritt das Netzwerkkabel hinten in euren Router einstecken. Der nächste Schritt ist dann die Spannungsversorgung für den Access Point herstellen. Dafür verwende ich das mitgelieferte Netzteil. So, damit haben wir diesen Schritt auch wieder abgearbeitet und wir werden das Ganze wieder mit weiter bestätigen. Nun werde ich aufgefordert, den QR-Code unseres Access Points einzuscannen. Alternativ kann ich auch die Seriennummer des Gerätes eingeben. Wir wollen uns das Ganze aber natürlich leicht machen und wir verwenden die QR-Scanning-Funktion unserer Homatic IP-App. Daher klicke ich einmal in der App auf Scannen. Unsere App fragt einmal, ob sie auf die Kamerafunktion des Gerätes zugreifen darf. In diesem Fall möchte ich das natürlich erlauben. Und im nächsten Schritt werde ich dann den QR-Code, der hier hinten auf dem Access Point aufgedruckt ist, einmal einscannen. Ihr könnt mir dabei folgen. So, der QR-Code wurde bereits gescannt. Das geht wirklich schnell, wie ihr sehen könnt. Und im nächsten Schritt werde ich gefragt, ob die Systemtaste meines Access Points blau leuchtet. Ihr könnt das Ganze wieder mal nachvollziehen hier. Der Access Point bzw. die Systemtaste leuchtet blau an der Stelle. Das heißt, ich kann das Ganze mit Ja bestätigen. Und jetzt habe ich einmal zur Autorisierung die Systemtaste des Access Points zu drücken. Also einmal die blaue Systemtaste zur Bestätigung drücken. Und das war schon die gesamte Einrichtung des Systems. Geschafft, Ihr Homatic IP Access Point ist nun einsatzbereit. Und das Tolle an dieser Stelle, das habt ihr vielleicht so gar nicht mitverfolgen können, wir mussten keine persönlichen Daten eingeben, nichts über uns preisgeben, völlig anonyme Einrichtung hier über unsere sichere Homatic IP Cloud.